Auch in dieser Woche begrüße ich Sie wieder herzlich hier bei SHK-TV. Die Leser der zum Krammer Verlag gehörenden Fachzeitschrift RAS haben die Hebeanlage Ecolift vom Entwässerungsspezialisten Kessel zum Produkt des Jahres 2011 gewählt. Der Preis wurde jetzt auf der SHK-Messe in Essen übergeben. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen das Produkt einmal näher vor. Über die Preisverleihung berichten wir in der kommenden Ausgabe. Schutz vor Wasser im Keller ist für meine Kunden ein wichtiges Thema. Und für die rückstausichere Kellerentwässerung empfiehlt die Norm ja grundsätzlich eine Hebeanlage. Das bedeutet aber auch, dass das Abwasser immer mit Pumpenkraft über die Rückstauschleife gehoben werden muss. Oft könnte das Wasser aber auch mit freiem Gefälle ablaufen. Und das ohne Energieverschwendung und ohne störende Pumpengeräusche. Sogar bei Stromausfall. Also, wozu heben? Genau für diese Fälle gibt es jetzt neu die Ecolift von Kessel. Im Normalfall läuft das Wasser von alleine zum Kanal. Und nur im Notfall, bei Rückstau, wird es über die von der Norm geforderte Rückstauschleife gehoben. Damit ist Ecolift in jeder Hinsicht eine preiswerte und sichere Alternative zu herkömmlichen Hebeanlagen. Und das nicht nur für den Wohnungsbau, sondern auch für den Gewerbebau. Ecolift überzeugt auch technisch. Ecolift gibt es grundsätzlich in zwei Ausführungen. Zum Einbau in die Bodenplatte, auch in WU-Beton, und zum Einbau in die freiliegende Abwasserleitung. Der Grundkörper mit einem Eigengefälle von nur 9 mm verhindert einen Gefällesprung in der Abwasserleitung. Die Stutzen können abgenommen und individuell kombiniert werden. Ein Riesenvorteil, gerade in der Sanierung. Durch das steckfertige Schaltgerät kann ich das Gerät auch ohne zusätzliche Elektrofachkraft mühelos installieren. Der Bauherr verliert durch Ecolift auch keinen Wohnraum. Nach dem Einbau sind Sie hier nur eine befließte Abdeckplatte. Und das Besondere, die integrierte Ablauffunktion sorgt dafür, dass auch im Katastrophenfall kontinuierlich entwässert wird. So, jetzt schnell noch einen Kaffee, bevor die Pause vorbei ist. Sie möchten noch mehr über Ecolift wissen? Dann begleiten Sie mich doch einfach bei meinen Kundenberatungen und wählen Sie aus. Ich hoffe, Sie sind am Dienstag zum SHK-TV-Magazin wieder dabei. Bis dahin, machen Sie es gut.